Genau hier, mitten im Binnenland, ist Ihr Revier. Kleinkreuzer. Trailerbar einfach zu handhaben und die Kosten für den Segelspaß halten sich auch im Rahmen. Kein Wunder, dass sich auf den deutschen Seen nicht nur Jollen tummeln, sondern auch Kajütboote. Die Yacht ist auf dem Ruhrsee unterwegs, einem Stausee südwestlich von Köln. Was machen wir hier? Ein 22 Fuß Gebrauchtboot-Vergleichstest. Soweit wir wissen, hat das noch keiner vor uns gemacht. Zum ersten Mal werden 6 Schiffe von 22 Fuß Länge verglichen. Keines von denen kostet auf dem Gebrauchtmarkt heute mehr als 10.000 Euro. Im Gegenteil, eher weniger. Ideal also für Einsteiger. Und wir wollen mal gucken, welches Schiff ist das Beste, wenn man mit einem Hobby beginnen möchte. Die 6 Kandidatinnen um die 6,5 Meter Länge müssen sich in diesem ersten Teil unter Segeln beweisen. Mit von der Partie sind eine belgische Etap 22, eine Neptun 22 aus Deutschland, eine ebenfalls aus Deutschland stammende Varianta 65, eine Friendship 22 aus den Niederlanden, eine Jaguar 22 aus England und eine deutsche Delia 22. Sie ist die kleinere Schwester unseres Yacht Refit Projekts und sichtbar besser in Schuss als unsere 25er. Eine steht von Anfang an fest. Bei diesem Test wird nicht auf Zehntelknoten genau gemessen. Der unterschiedliche Ausrüstungs- und Pflegezustand der teils über 40 Jahre alten Boote lässt dies nicht zu. Vielmehr sollen die Eigenheiten herausgestellt werden und dazu allgemeine Fakten, also segelt sich das Boot eher agil oder eher träge, ist es rank oder steif und wie gut ist das Cockpit-Layout. Wir starten mit der Etap. Sie ist eine der am besten gepflegten Teilnehmerinnen. Obendrein gab es vom Eigner erst kürzlich neue Tücher. Da verwundert es kaum, dass sie trotz des leichten Windes gut in Fahrt kommt und zu den schnellsten der Gruppe gehört. Doch schon frühere Tests zeigten, die unsinkbare Etap ist generell ein gut segelnder Kleinkreuzer. Seit 1972 wurden etwa 1500 Stück des Backdeckers gebaut. Ja, Besonderheit auf der Etap 22 sind die Bugskisten. Man erwartet, dass sie so aufgehen, aber sie gehen so auf. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, aber gar nicht so wenig clever, weil sie natürlich auch nicht zufallen können. Und wenn man es zumacht, können die Finger eigentlich nicht dazwischen sein. Au. Hier gibt es gleich 2 Besonderheiten. Hier unten sieht man die Aufholmechanik für den Kiel. Da kann man eine Nuss draufsetzen und dann mit einer Ratsche das hocharbeiten. Damit das passt, fehlt hier ein Stück am Mast. Der wiederum ist frei fliegend im Mastfuß montiert. Das ist auch, sieht man auch nicht alle Tage, aber scheinbar hält's. Der Außenborder sitzt im Schacht. In dem Fall jetzt ein Elektro-Außenborder. Der wird hier eingestöpselt. Der Eigner hat aber für Fahrten etwa auf die Ostsee auch schon den Anschluss für den Benzinaußenborder vorbereitet, der dann da unten drin verschwindet. Denn die Etap ist auf längeren Turns öfter auch auf der Ostsee unterwegs. Das beruhigende Gefühl der Unsinkbarkeit immer mit an Bord. Gebraucht gibt es das Fundestart-Design ab etwa 4.000 Euro. Die mageren 6 Knoten Wind machen der Neptun 22 deutlich mehr zu schaffen. Sie segelt leider so gut wie gar nicht. Die alten Segel sind dafür zum Teil verantwortlich. Auch der ständig im Wasser bremsende Außenborder trägt eine Mitschuld. Aber bei den leichten Böen ist die Deutsche leegierig, was den Segelspaß noch mehr verleitet. Ein weiter achtern stehender Mast wäre möglich, dann soll die Neptun auch mit Ruderdruck am Wind zu segeln sein. Frühere Yachttests haben gezeigt, dass der Kielschwerter eigentlich ganz ordentlich fährt, wenn auch nicht rasant. Um nach vorn zu gelangen, muss man über den Aufbau laufen. Die Fallen werden am Mast bedient. Für das Cockpit aber gibt es einen Pluspunkt. Im Cockpit der Neptun 22 fühlt man sich gleich wohl. Es gibt Schwalbennester, das Sylt ist schön hoch, das Cockpit ist geschützt durch den Aufbau und alles ist irgendwie in Reichweite. Die Pinne ist schön lang und der Außenborder unten im Schacht ist auch direkt erreichbar. Das gibt ein großes Gefühl von Sicherheit, dass man da immer gut drankommt. Das ist ganz okay. Das macht echt durchdacht. Hinten quer kann man sich vielleicht sogar noch hinfläzen. Gute Sache. Etwa 2400 Stück wurden seit 1972 gebaut.
Heute findet man die Neptun 22 aus der Feder des Konstrukteurs Anton Miglitsch bereits ab 2000 Euro. Deutlich agiler unterwegs ist die Jaguar 22 aus England, die auch als Catalina 22 bekannt ist. Sie ist mit rund 15.800 gebauten Booten ein wahrer Megaseller in diesem Segment und überrascht im Test trotz kleinerer Segelfläche bei mehr Gewicht als die Konkurrenz mit ansprechender Segelleistung. Allerdings fährt sie ohne Außenborder und hat auch sonst nicht zu viel Ausrüstung an Bord. Wozu auch auf diesem kleinen Gewässer? Auffällig ist der hoch angeschlagene Großbaum. Gerade für Anfänger oder Familien mit Kindern ein Pluspunkt, denn vom Baum droht erst für großgewachsene Segler Gefahr. Außerdem besitzt die Engländerin das größte Cockpit von allen. Die Duchten sind über 2 Meter lang und laden zum Ausstrecken ein. Seltsam dagegen sind andere Bauteile. Naja, also die Ruder hat ein bisschen Spiel. Die Lager am Heck sind ausgeschlagen und der Übergang von der Pinne zum Ruder ist auch nicht mehr vom Besten, wie man hier sieht. Wahrscheinlich liegt das daran, dass der Eigner promovierter Maschinenbauingenieur ist. Die Halterung für die Trevlerschiene, für die Trevlerschienchen, ist ein Relikt aus dem Kabinett von, oh Mist, wir haben vergessen, was zu konstruieren, als wir das Boot geplant haben. Weil das ist natürlich relativ rasant, die Großschot so zu halten. Aber es funktioniert hier seit einigen Jahrzehnten und scheint so verkehrt nicht zu sein. Merkwürdig, aber dennoch funktionell. Wer einmal eine, nicht einen Jaguar segeln will, kann sich schon für 2000 Euro auf dem Gebrauchtmarkt entdecken. Noch günstiger ist nur noch die Variante 65. Ab 1000 Euro gibt es den VW Käfer des Wassers bereits. Mit gut 4000 gebauten Booten ist die kleine Deutsche eine echte Erfolgsgeschichte und ein wahrer Dauerbrenner obendrein. Denn viele der 65er segeln heute noch. Willi Dehler und EG van de Staat haben sie Anfang der 70er Jahre gemeinsam entwickelt. Einziges Manko, sie ist recht rank, was Neulinge eher erschrecken wird. Unsicher segelt sie aber keineswegs, die Variante legt sich bei Böen eben einfach nur schneller auf die Seite. Das Cockpit aber bietet dank des hohen Sylts Geborgenheit. Erfreulich? Im Test rennt die kleine Variante den anderen davon, sobald sie eine Bö erwischt. Das bringt Spaß und macht sie zu einer attraktiven Kandidatin auch für jüngere Neueinsteiger. Nette Details gibt es inklusive. Das Spülbecken passt genau hier rein. Und man glaubt es oder nicht, das hier ist ein Wasserhahn. Hier hinten gibt es eine Pumpe. Wenn man hier pumpt und der Tank ist voll, kommt hier Wasser raus. Man kann spülen. Ist man fertig mit Spülen, kippt man das einfach aus, weil das Cockpit selbstglänzend ist. Das Wasser läuft ab. Wie es unter Deck weitergeht, erfahren Sie übrigens in der zweiten Folge. Seglerisch immer in der Spitzengruppe ist auch die Friendship 22. Das liegt unter anderem am 1,35 Meter tiefen Kiel, der den Schwertern einiger Konkurrentinnen klar überlegen ist. Mit 22 Quadratmetern Segelfläche ist die Holländerin gar nicht mal allzu gut betucht. Dennoch vermittelt sie Spaß durch schnelles Segeln. Die Fallen sind nach Achtern umgelenkt, ein Plus an Sicherheit. Die vermittelt übrigens auch das komfortable Cockpit. An Bord der Friendship 22, das fühlt sich schon an wie eine kleine Yacht. Das Schiff ist relativ stabil durch die große Breite und durch 1,35 Meter Tiefgang. Der Aufbau ist sehr hoch, das gibt Schutz. Sehr breiter Traveler, der das Großsegel sehr schön trimmbar macht. Und der Spiegel ist zu, das vermittelt extra Sicherheit. Das fühlt sich richtig gut an hier im Cockpit. Die Friendship ist ein echter Tipp. Wer sich für einen Kleinkreuzer interessiert, sollte sie unbedingt in die engere Auswahl aufnehmen. Die Linien des ab 1979 gebauten Bootes können auch heute noch gefallen. Auf dem Markt gibt es die Boote aus der Feder von Jacques de Ridder ab 4000 Euro. Zeitlose Linien gelten auch für die Delia 22, die 1982 aus einer Kooperation zwischen Dehler und der Yacht hervorging. Sie sieht schon aus wie eine große und segelt gut. Eigentlich, denn das Testboot benimmt sich eigenartig.
Da der Eigner nicht selbst an Bord ist, können wir auch nicht herausbekommen, was hier los ist. Klar, die Segel alt, die Fock für Leichtwind zu klein, aber dennoch bleiben die Tester etwas ratlos zurück. Dafür gibt es genug andere Details an Deck zu erklären. Typisch Delia, die Mastlegevorrichtung. Hier der Drehpunkt der Unterwanden ist auf Höhe des Drehpunktes des Mastfußes. Das heißt, der Mast bleibt stabil, wenn gekippt wird. Die Oberwanden gehen von selber los, weil die nach hinten versetzt stehen. Und mit dem System am Vorstag lässt sich der Mast wirklich ganz einfach setzen und legen. Typisch Delia die zweite, die Spindel für die Kielmechanik. Das gibt es bei der Yacht Delia 25 auch, oder gab es, die ist mittlerweile umgebaut. Hier steckt man eine Winchkurbel rein und dreht und dreht und dreht. Und wenn die Spindel nicht verklemmt und gut gefettet ist, dann kommt der Kiel hoch. Delia typisch die dritte, das herausnehmbare Ruder. Hier steckt das gesamte Ruderklapperatismus steckt hier drin. Die beiden Schrauben löst man, dann kann man das nach oben rausheben. Hier ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, schon das Ruderlager. Aber das ist auch keine Riesensache, das zu tauschen. Eine weitere schöne Lösung auf der Delia ist die Außenborderhalterung. Die ist natürlich gemacht für etwas schwerere Benzinaußenborder. Deswegen muss man hier ein bisschen nachhelfen. Aber dann geht es ganz gut. Gleichsam runter. Die Wachskiste im Fußboden. Auch wieder so ein Delia-Ding. Auf geht sie. Es kommt zum Vorschein eine sehr große Wachskiste und eine ziemlich abenteuerliche Elektrik. Ursprünglich war das Sill der Delia schön abgerundet und man konnte hier in Louvre gut sitzen und steuern. Der Eigner hat sich offenbar gedacht, oh je, es kommt zu viel Wasser ins Cockpit, ich mache da einen Sill drauf. Und das mag das Cockpit trocken halten, aber es macht das Sitzen in Louvre nicht unbedingt angenehmer. Hier hinsetzt, dann schneidet das doch ganz schön ein da. Alle Boote im Test tragen eben die Handschrift ihrer Eigner, die einen mehr, andere weniger. Dennoch ist eines klar geworden, man kann für wenig Geld aufs Wasser kommen und sich den eigenen Untersatz so anpassen, wie man es haben möchte. Die sechs gezeigten Boote besitzen alle ihre Eigenheiten, was die Segelleistung oder die Bedienung angeht. Und auch unter Deck unterscheiden sie sich deutlich, gerade in Sachen Platzangebot. Doch dazu mehr im zweiten Teil des Kleinkreuzer Gebrauchtboot-Tests, demnächst hier bei Yacht TV.